Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Delacon und wir schauen heute mal, wer das Dokumi-Ticket gewonnen hat. Bald ist es wieder soweit, die Dokumi ruft und ich habe es in den letzten Streams schon gesagt, ich bin voller Vorfreude. Also ihr seht, hinter mir wird wieder fleißig gearbeitet an vielen Modellen. Mal schauen, ob ich dieses Jahr endlich die Chance habe, auch mal wieder was auszustellen auf der Dokumi. Nichtsdestotrotz wird es spannend, was es da alles geben wird. Es wird auf jeden Fall genug Gunpla-Händler geben, es wird mich geben, es wird die Gunpla Germany geben und natürlich Anime Import wird als Händler da sein. Ich bin ganz hin und weg. Dieses Jahr will ich mir auf jeden Fall vornehmen, mehr Gunpla zu produzieren, mehr Content. Das sage ich jedes Jahr, wer mich länger schon schaut. Dieses Jahr möchte ich es wahrhaben. Also ich möchte nicht mehr den Stress haben, den ich mir gemacht habe in den vorigen Jahren. Ich möchte diesmal wirklich, wirklich, ja, auch für mich eine schönere Zeit haben und nicht kurz vorm Burnout stehen. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Es ist soweit, wir finden heraus, wer das Wochenendticket gewonnen hat. Und ich muss sagen, doch mehr Andrang, als ich gedacht hatte. Also eine sehr reelle Gewinnchance, immer noch. Also so viel waren es nicht. 22 Kommentare insgesamt. Natürlich haben wir herausgefiltert, doppelte Kommentare, also ganz oft hintereinander zu kommentieren, hat nichts gebracht, obwohl ich die Geste schön fand. Nun schauen wir mal, wer der Gewinner ist und es ist Kaizoku. Vielen, vielen Dank. Ich würde gerne das Ticket gewinnen, da ich das erste Mal auf einer Convention wäre und endlich ein Gaming- und Anime-Community in ihrer Vielfalt erleben könnte. Da ich noch zur Schule gehe, kann ich mir das Ticket sonst nicht leisten, hoffe sehr darauf. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Kaizoku. Melde dich bei mir bitte privat irgendwie. Schau mal nach, dass du mir auf jeden Fall E-Mail, Anschrift, Name zukommen lässt. Dann geht das Ticket bald raus an dich. Ja, ich kann das nachvollziehen. Das ist auch einer der Gründe, dass ich echt schade finde bei der Dokumi. 85 Euro für ein Wochenendticket ist eine happige Nummer. Ich weiß, dass auf der Dokumi viel geboten wird und Preise steigen und all das ist wahr. Es ist aber auch wahr, dass ich das ein Schüler einfach so nicht leisten kann. Insofern nochmals herzlichen Glückwunsch, melde dich bei mir und alle anderen nicht verzagen. Es kommt auf jeden Fall nochmal ein Gewinnspiel. Nicht unbedingt zur Dokumi dieses Jahr nochmal, aber auf jeden Fall, ja, gibt es viel, viel zu gewinnen hier auf meinem Channel und natürlich auf Twitch. Ich möchte auch nochmal die Chance nutzen zu sagen, vielen, vielen Dank für 1000 Follower. Meine Güte, ich hätte es ja nicht mehr gedacht zum Schluss, dass ich es noch erreiche. Und jetzt steigt es täglich stetig und gibt mir Hoffnung, dass wir hier positiv weitermachen. Insofern, nächstes Video steht in den Startlöchern diese Woche noch. Freut euch, bis bald.